So Leute, erstmal guten Tacho. Ich hoffe euch da draußen geht's gut. Eigentlich haben wir Sommer, heute Gott sei Dank nicht. Wir haben trotzdem 25 Grad, aber es ist endlich mal ein bisschen frischer. Bei, weiß ich nicht, 33, 35 Grad habe ich mittags irgendwie nicht so die Lust, mich aufs Bike zu quälen. Ich habe Urlaub und jetzt Urlaub ist auch schon eine Woche um. Eine Woche habe ich noch. Ist mal richtig entspannt. Habe ich jetzt mal wirklich gebraucht und brauche ich jetzt auch. Mein Job ist gut, gar keine Frage. Den habe ich ja jetzt etwas über einem Jahr, den neuen Job. Aber die Schichten. So Leute, ja, habe ich irgendwie ein Thema? Keine Ahnung. Meine letzten Videos habt ihr ja echt wieder ein bisschen mehr geguckt. Das Rumble and Summer ist ja richtig gut angekommen. Sogar mein Schlabbelwasser-Video, wie ich meine Abigail vorgestellt habe, wurde ja doch häufig geguckt im Vergleich so zu anderen ähnlichen Videos. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Das ist ja krass. Die Abozahlen sind, ich glaube, in den letzten Monaten auch ein bisschen hochgegangen. Erstmal vielen Dank an jeden Neuen da draußen. Gestern Abend so saß ich mit meiner Frau auf der Couch und komm, haben wir uns ein Bierchen getrunken. Und sagt, keine Ahnung, irgendwie haben wir so über Motorräder so ein bisschen gesprochen. Und weil ich habe ja im Wohnzimmer auch ein riesengroßes Bild, das hat meine Frau mal gemacht, also ausdrucken lassen. Von meiner Wilma, wer von euch kennt noch die Wilma, die Z750? Ja, davon gibt es ein riesengroßes Bild im Wohnzimmer, also weiß ich, locker so groß wie ein Fernseher sozusagen. Und ja, irgendwie haben wir dann da so ein bisschen drüber, ja, so eine Erinnerung geschwelgt oder wie man so sagt. Und dann komm, lass mal, sagen wir mal, wie sind wir darauf nochmal gekommen? Genau, mein allererstes YouTube-Video vor, weiß ich nicht, 8 oder 9 Jahren müsste es schon sein. Da habe ich damals super schlecht eine Bandit lackiert und so ein bisschen hergerichtet. Also wenn ihr da Bock drauf habt, scrollt mal einfach runter. Also das ist ja schon, also ich habe echt gedacht, das löscht ihr jetzt, aber irgendwie, komm scheiß drauf, lass es mal drauf. Also super schlecht, die Bandit, aber wir kamen da drauf, weil wir gestern in Neukirchen-Flüm beim Altschner waren. Das ist so ein ziemlich berühmter Motorradhändler, der auch Rennen fährt und so und auch Instructor ist und all sowas. Und haben uns da ein paar Suzukis angeguckt, so einfach just for fun. Und dann stand da auch eine Bandit. Und dann sagt die, boah, weißt du noch, die Bandit, die hat ihr vom Fahren von allen meinen Motorrädern dann irgendwie fast am besten gefallen. Und ja, so sind wir da drauf gekommen. Und dann fiel ihr ein, ich hatte doch mal ein Video damals, ich sag, müssen wir mal gucken, ob ich das noch drauf habe. Dann haben wir uns das mal reingezogen. Dann dachte ich erstmal, boah, Alter, wie schlecht war das denn bitte? Also wenn ihr Bock drauf habt, oh, dann scrollt doch einfach mal runter. Die gefühlt 190 Videos, glaube ich, müssten ungefähr sein. Das ist also Arbeit, wenn ihr da runter scrollt. Und dann zieht euch den Scheiß mal rein, den ich da früher fabriziert habe. Ich habe quasi, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber ich habe eine alte grüne Bandit gekauft, eine 600er. Die erste, glaube ich, war es sogar auch in nackt. Ja, habe sie dann lackiert in meinem Badezimmer damals und komplett mit Orangenhaut und alles drum und dran und keine Ahnung und voll schlecht eigentlich. Und ja, keine Ahnung, fand ich halt früher total geil. Oh, schöner CL500, lecko funny, was war das denn, ey? Schön. So, jetzt seid ihr wieder da, genau. Ich hatte sie auf normal gestellt. Wie kriege ich denn jetzt hier nochmal? Ja, ich habe meinen Helm noch nicht drauf, egal, ich sag mal hallo, guten Tacho. So, jetzt versuche ich sie da hier mal drauf zu schnallen. Ja, sieht so aus, fest. So, ja, genau, das fiel mir nämlich gerade so ein, als ich darüber gesprochen habe. Egal, auf jeden Fall hatte ich damals die Bandit, die habe ich dann in meiner Bude in Strahlen noch, richtig schöne Wohnung, auch echt groß, weiß gar nicht irgendwie. Die war auf jeden Fall groß für damalige Verhältnisse. Oh, sorry. So, und ja, genau, dann haben wir uns halt einfach reingezogen, wie schlecht ich quasi meine Bandit damals gemacht habe. Also da würde ich heute auch nicht mehr mit rumfahren wollen, so schlecht lackiert und auf jeden Fall extrem Orangenhaut gehabt, der ganze Lack. Und das habe ich dann einfach so zusammengeschustert und bin damit dann, weiß nicht, 1,5 Jahre oder was rumgefahren.
wenn überhaupt. War auch rückblickend mein allerschlechtestes Motorrad, obwohl es super gut gefahren ist und so, das will ich nicht sagen, aber damals hatte ich noch so, muss viel PS haben und bin damals von einer Supersportler auf die Bandit quasi gewechselt und das war dann natürlich, als würde ich eine Mofa fahren und so hat sich das auch angefühlt, aber hat mich natürlich bis nach Frankreich gebracht und sonst bin ich auch damals im alten Club sehr, 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 sehr viel gefahren und auch mit dem Bike sehr viel gefahren, also oh, schöne Duke, aber es hat eine kleine gewesen, glaube ich, nur 125 oder was, ne? Egal. Und ja, so sind wir dann gekommen und dann auch auf die Wilma. Boah, das war das schönste Motorrad. Und ich sage immer noch, meine Z, die Wilma, ist für mich irgendwie immer noch so von Kawasaki das schönste Motorrad, was jemals gebaut wurde, sage ich nach wie vor. Und ja, meine ZRX hatte ich sogar ganz kurz im Gedanken, die Heckverkleidung und die Frontmaske auch von der Z zu nehmen aus diesen Baureihen, wie ich sie damals hatte. Und aber nee, ich baue sie so ungefähr auf, wie sie gehört und dann mal sehen. Aber so kamen wir halt da drauf und dann haben wir gedacht, ey, guck doch mal dein allererstes YouTube-Video, also deinen ersten Motovlog. Ja, da, ohne Witz, ich weiß nicht, guckt euch das mal an. Also ich glaube, da merkt man schon von der Art und Weise, wie ich damals gesprochen habe, so vollkommen emotionslos, ich weiß auch nicht. Klar, die dummen Sprüche habe ich damals schon irgendwie drauf gehabt, aber so monoton, als würdest du einen Roboter sprechen, keine Ahnung. Also da kam ich mir vor, ich denke mir, hä, wer ist das denn? Aus welchem Paralleluniversum kommt der Typ denn da? Und dann hatte ich die Kamera, glaube ich, gar nicht am Helm dran, weil ich damals noch gar keine, das hatte ich noch gar nicht an meinem Helm gemacht. Dann habe ich das irgendwo am Lenker dran gestellt und man sieht dann quasi nur so die Sicht nach vorne. Und vom Ton geht's. Hab damals über meinen Szener aufgenommen. Mit Handy. Warum ist Warnblinkanlage dann? Achso, ich hatte Warnblinkanlage an. Warum das denn? Bin ich da dran gekommen? Ach krass, ich denke schon, was piept das, blinkt das hier so? Na egal. Auf jeden Fall so ein bisschen so über die alten Videos so ein bisschen gestolpert und dann erstmal so gesehen. Krass, wie ich so früher gesprochen habe oder gedreht habe. Eigentlich gar nicht so viel anders wie heute. Aber irgendwie ist es doch anders. Falls ihr da Bock drauf habt, guckt euch die alten Sachen einfach mal an. Im Vergleich zu heute, ich finde es irgendwie super schlecht, aber irgendwie kann man dann sehen, über die 3-4 Jahre hinweg jetzt, wie ich mich so entwickelt habe. Und irgendwie dann selbst, also für mich selber jetzt, ist das schon spannend, sich den Scheiß anzugucken. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann demnächst, mir mal alles nochmal reinzuziehen. Und eventuell auch mal die ein oder andere Reaction darauf zu machen, auf mich selbst mal hops zu nehmen. Irgendwie, keine Ahnung, ob ich damals irgendwo auch mal Schwachsinn erzählt habe oder so. Also, ich weiß ja selbst nicht mehr, weil ich damals alles für Videos gemacht habe. Ich weiß nur, ich bin mit meiner Z rumgefahren und das war ja Anfang Corona sozusagen. Und ja, machen wir mal eine gute Tat hier heute. Der Postmann will auch Feierabend machen. Jo, dann habe ich so die letzten Tage mal so den einen oder anderen Hater von meinem YouTube-Kanal gelöscht. Irgendwie wurde ich da auch verbal ein bisschen angegriffen, da denke ich mir, alles klar, tschüss. Irgendwie, keine Ahnung. Also ich hätte früher gedacht, dass mich sowas total irgendwie abkotzen würde und denke ich mir, das sind alles nur so Internet-Rambos, die dann meinen, keine Ahnung, weil denen irgendwas nicht gefällt. Aber letztendlich, man muss es ja so sehen, genau diese Heinis. Obwohl, das war jetzt nur einer. Ne, zwei Stück. Ich glaube, ich habe insgesamt zwei Stück von meinem Kanal gebannt. Das war der zweite. Also, ich habe bisher Glück, muss ich dazu sagen. Eigentlich waren es schon mehr, die so ein bisschen grantig in den Kommentaren geworden sind. Aber damit muss man leben, wenn man so ein Scheiß hier macht wie ich. Und für den einen oder anderen mag es Scheiß sein. Aber die Leute, die das Scheiße finden, gucken sich das hier trotzdem an und spielen mir Geld in die Kasse. Also, warum nicht? Und jeder Kommentar rückt den Algorithmus für ein Müh, für 0,00001% vielleicht, in ein besseres Licht. Also, bei mir kann man, glaube ich, nicht von einem Algorithmus sprechen, aber es reicht dazu, dass man monatlich eine kleine Auszahlung bekommt und darauf bin ich dann schon so ein bisschen stolz und das reinvestiere ich natürlich hier in Motorräder oder in Kameraausrüstung, alles drum und dran. Also für jeden Einzelnen da draußen nochmal so ein kleines Dankeschön. Aber guck, wir haben jetzt schon 1950, meine ich, waren es gestern, also ich weiß es nicht genau, ich glaube, wenn man so normal auf YouTube guckt, dann rundet der nur noch ab. Ich meine, es waren 1950. Leute, die 50 Abonnenten, kriegen wir dieses Jahr noch voll, hoffe ich. Helft mir dabei, teilt den Kanal und
Kinder wollen immer eine Craftbomb. Finde ich geil. Ja, so war ich früher auch. Da habe ich auch mal am Straßenrand gesessen und den Kram gemacht. Die paar Krücken, die dann dabei rumkommen, sei es bei Twitch oder hier, das investiere ich eigentlich alles genauso wieder in Technik und all das, was ich für euch quasi brauche. Meine Garage ist halt extremst voll, obwohl ich schon mega viel ausgemistet habe. Bin schon überlegen, mir noch eine Garage zu holen. Aber ich brauche anscheinend noch eine. Oder ich überlege irgendwann in Zukunft, wenn der Kanal hier finanziell gesehen ein bisschen besser laufen sollte, dass ich, also das ist jetzt mal nur so eine grobe Richtung, wo meine Gedanken mal hingehen. Ich sag jetzt mal so Pi mal Daumen. Sollte dieser Kanal hier irgendwann mal, und davon bin ich ja wirklich noch weit entfernt, monatlich so viel absetzen, dass ich davon so eine XXL-Garage bezahlen kann. Was kostet die jetzt? Weiß ich nicht. 200 Euro oder was? Oder etwas über 200 Euro mit Strom. So, die ist 8 mal 4 Meter oder so. Und dann auch noch extremst hoch. Die würde ja komplett reichen für die ganzen Motorräder, zum Schrauben. Da könnte eine Motorradhebebühne rein. Ich kann dort Videos drehen, ohne dass ich da über Sachen falle. Gut, meine Garage ist zugemüllt, aber mit 3 Motorrädern plus Roller und Fahrrädern und dann noch der ganze Werkzeugkram, den man hat, ist einfach zu klein. Also ich tendiere irgendwann tatsächlich, mir mal so eine XXL-Garage zu holen. Und das ist ja dann ja quasi sogar gewerblich, wenn ich es nutze. Das kann ich ja sogar steuerlich dann absetzen. Weil ich produziere die Videos für euch dann da drin, wenn ich dann schraube und nicht gerade auf der Straße unterwegs bin. Das wäre dann mal so ein Zukunftsträumchen. Wenn es nicht wird, dann ist es so, dann wird es halt nicht. Dann mache ich halt alles weiter zu Hause. Aber so kann ich euch schon mal so ein bisschen mitnehmen. Ja, hier ist 50, nicht 30. Wo es eventuell mal in Zukunft hingehen könnte, einmal platztechnisch, dann könnte man auch die Schraubervideos ein bisschen anders, ein bisschen besser gestalten, mit ein bisschen mehr Lichttechnik. Technik, die ich alles zu Hause habe, die ich in der Garage, in der kleinen Garage aber nicht aufbauen kann oder keinen Bock habe, jedes Mal, wenn ich schraube, die ganzen Schirme aufzustellen, damit die... Ich habe die ganze Technik da, Leute. Ich habe ja mal auch, bevor ich hier für euch Videos gemacht habe, ich ja fotografiert und dadurch habe ich die ganze Lichttechnik. So, das mal so am Rande. Also ich hätte schon Bock auf so eine etwas größere Garage, also so eine XXL-Garage, wo man mal einen Camper oder was reinstellte. Wie gesagt, die sind 8 Meter lang. Ich meine 3,50 Meter oder 4 Meter breit sind also ein großes Tor. Du kannst quasi 3 Motorräder nebeneinander stellen, sozusagen, anstatt nur anderthalb. Ja, und du hast halt mega die Fläche auch in der Länge und in der Höhe. Man könnte oben voll die fetten Regale hinmachen für das, was man jetzt nicht täglich braucht. Sei es Reifen, Felgen und was weiß ich nicht alles. Ich kann mir einen kleinen Schreibtisch da reinmachen, wovon ich auch genug habe. Und dort gefühlt dann instant oder wie sagt man, direkt out of the box die Videos zurechtschneiden, wenn ich dann schon mal in der Halle bin. Solche Sachen zum Beispiel. Davon träume ich gerade so ein bisschen. Ob es in Erfüllung geht, weiß ich nicht. Vielleicht wird es nie in Erfüllung gehen. Ich hätte es mir leisten können in der Zeit, wo ich auch noch viel gestreamt habe auf Twitch. Denn da ist das monatlich rumgekommen. Plus das, was ich hier auf YouTube mit euch generiere. Aber Twitch ist durch meinen neuen Job komplett 80% weniger geworden. Habe ich auch gar keine Zeit mehr für. Das heißt, ich muss meine Energie jetzt in euch stecken, dass ihr mich unterstützt. Irgendwie. Oder müssen nicht, ihr müsst nur gucken. So, aber ich wollte mal nur sagen, es gibt die Möglichkeit, auch hier bei YouTube, wie heißt diese Kacke? Ich weiß es nicht. Superchats und keine Ahnung. Das haben die sich von Twitch abgeguckt. Ansonsten ist unten in der Beschreibung auch ein Tipplink. Das ist quasi, der geht zu meinem Scorpedius PayPal-Account. Wenn da einer Bock mal hat und sagt, ey, komm. Ne? Nur mal so als Info, ihr müsst das alles nicht und eigentlich sollt ihr das auch nicht. Aber ich habe die Möglichkeiten da und habe auch immer so ein bisschen gehadert. Ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt und da ist auch schon mal was reingegangen. Aber ich will jetzt hier nicht um Geld betteln, damit ich mir jetzt hier ein besseres Leben... wie soll ich sagen, besseres Leben habe, sondern wenn da wirklich jemand einer Bock drauf hat und das zusätzlich noch unterstützen möchte, obwohl er schon meine Videos guckt, was mir eigentlich schon vollkommen ausreicht, denn nur die Videos und ihr seht ja, leider Gottes ja die ganze Werbung, außer ihr habt da so ein YouTube Premium Kack. Ich glaube dann nicht, weiß ich gar nicht, ich habe sowas nicht. dann unterstützt ihr mich natürlich auch schon und
Wenn wir schon mehr Views bekommen hier auf dem Kanal, mehr Abonnenten, also eigentlich mehr Zuschauer, damit helft ihr mir mehr als alles andere. Also ich wäre euch verbunden, Videos gucken, kommentieren und so weiter. Vielleicht auch teilen oder was. Erzählt euren Kumpels davon. Keine Ahnung, was. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das hier ein bisschen wächst und wir irgendwann mal auf eine nächst bessere Stufe, vom was Videoaufnahmen vom Schrauben angeht und so weiter. Aber ja, ich habe das Projekt ja jetzt zum Beispiel zu Hause und sowas eine Art, das wird auch nicht das letzte Projekt sein, denn ich erzähle euch, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ich habe irgendwann Bock, ein Community-Bike zu bauen mit euren Ideen. Also irgendwie auch wieder so ein Billigprojekt irgendwie, aber das wird dann auch wohl eine Shopper dann sein. Ich weiß nicht, ob es eine LS650 ist, so ein Eintopf oder irgendwas Billiges und die dann mit euren Wünschen und mit dem, was ihr dann quasi, dann würde ich auch extra so ein Spendending quasi, also ich würde es so machen wie, kennt ihr den YouTuber Altes Blech? Sowas, so in der Art würde ich das gerne machen wollen. Das würde ich aber nicht zu Hause in meiner Garage, sondern ich würde dann gerne, klar würde ich es zur Not dann auch in der Garage machen, aber dafür müssten wir erstmal ein bisschen mehr wachsen, dafür muss dann auch ein bisschen was bei rumkommen und so weiter. Und das Bike würde ich dann unter den Leuten von euch, die mich da mit diesem Bike unterstützt haben, verlosen. Also die Idee stammt nicht von mir, die habe ich mir von Altes Blech abgeguckt und die schwirrt halt schon sehr lange in meinem Kopf rum. Aber so weit bin ich nicht, ich bin von der Reichweite nicht so weit und überhaupt. Aber so, damit ihr mal wisst, dass das mal eine Zukunftsmöglichkeit sein könnte und so quasi das erste Scorpi-Bike so an euch da draußen so ein bisschen zu verteilen. Keine Ahnung. Ich war diese Woche bei JP Boost Burger und letzte Woche auch. Letzte Woche habe ich mich von meinem alten Club einen Kollegen getroffen, der eigentlich da aus dem tiefsten Baden-Württemberg kommt und in der Zone im Urlaub war und dort gehalten hat. Und immer wenn er vorbeikommt, schreibt er. Und diesmal hat er geklappt, bin ich dann nach Dortmund gefahren, haben uns dort getroffen und ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Und er sagte auch, ja, vielleicht hast du ja irgendwann auch so die Möglichkeit, wie er hier, sowas nur mit Motorrädern. Dann denke ich, oh, da ist aber ganz weit so zukunftsmäßig oder ein ganz großer Traum. Stellt euch das mal vor, sowas, was JP mit Autos macht, würde ich mit Motorrädern machen. Auch von der Reihe, jetzt vielleicht nicht von dieser Reichweite, aber so ist eine Art so. Keine Ahnung, also okay, das ist aber ein Traum, ich glaube, das wird niemals in Erfüllung gehen. Aber man darf ja träumen und sagt niemals nie, man weiß ja nie. Oh, das war eine schöne Harley. Geil. Und ich fahre jetzt hier mit meiner BMW lang. Ist mir aber auch scheißegal. Ja, wenn wir schon mal über das Thema so ein bisschen Geld sprechen hier auf dem YouTube-Kanal und so weiter. Ich habe ja eine Kooperation mit Shapeheart. Meine Handyhalterung, die ich jetzt hier gerade noch nicht drauf habe, weil ich bisher zu faul war. Oh, ich bin aufgestanden extra. Ich bin wie ein Profi gefahren. Und jetzt wird es ein bisschen windig, aber egal. Und ja, wie soll ich das sagen? Das machen, was mache ich dann? Ja, das mache ich eigentlich jetzt. Ich suche mir jetzt ein stilles Fleckchen. So wie ich das damals bei meiner Harley gemacht habe. Da habe ich ja auch von Shapeheart die Handyhalterung quasi gesponsert bekommen. Als Dankeschön musste ich ein Video machen. Jetzt dieses Jahr habe ich eine Partnerschaft mit Shapeheart und ich muss jetzt mal, ja, wie soll ich sagen, meinen Vertrag mal so ein bisschen erfüllen. Die haben mir natürlich noch eine Handyhalterung geschickt und ich glaube, ich frage noch eine an, weil ich habe ja schon drei Motorräder jetzt. Das heißt, ich brauche ja dann noch eine und werden die mir wahrscheinlich auch zuschicken. Jeder von euch kann sich so ein bisschen vorstellen, oder na, viele wahrscheinlich nicht, aber ich kann mal so ein bisschen erzählen. Du hast dann so Auflagen, die hält man, da musste ich sogar, Leute, das YouTube-Ding ist ja ein Kleingewerbe. So, ich musste ja ein Kleingewerbe anmelden. Ich musste meine allererste Rechnung schreiben, also Rechnungsnummer 1 ging an Shapeheart, Leute. Ich musste erstmal googeln, ich musste erstmal überall alles gucken, wie man eine scheiß Rechnung schreibt. Aber da war ich irgendwie voll stolz drauf, weiß auch nicht, irgendwie war das total cool. Und ja, zu einer Summe X mache ich ja das und das auf Instagram oder das und das hier auf YouTube-Kanal. Das, was ich jetzt gleich hier aufnehmen werde und was ihr hier sehen werdet,
Ich glaube, das ist eher an Insta geknüpft, deswegen nehme ich das auch in Hochkant auf. Oder schneid's nur in Hochkant, werden wir sehen, egal. Ich habe ein richtiges Skript zugeschickt bekommen. Da waren dann auch, da waren ein, zwei Sachen, da sage ich, das werde ich so nicht sagen, weil das nicht der Wahrheit entspricht und so. Da habe ich das quasi dann korrigiert und denen gesagt, das werde ich dann so und so sagen. Also man kann mit denen auf jeden Fall auch sprechen. Wie ich sage jetzt mal kurz, in dem Skript sagt, ja, ich fahre die Handyhalterung schon 2 Jahre, bleib gut, das stimmt ja gar nicht, stimmt ja zu dem Zeitpunkt gar nicht. So, dann habe ich gesagt, das sage ich nicht, weil das nicht stimmt. Das kann man ja sogar hier nachvollziehen, wie lange das jetzt her ist. Vielleicht sind es jetzt 2 Jahre, aber als ich das Skript zugeschickt bekommen habe, war es gerade mal ein Jahr oder etwas über ein Jahr. Und das zum Beispiel, auch wenn es hier nur was Kleines ist, aber warum soll ich hier irgendeinen Blödsinn erzählen, was ja nicht stimmt. So, und vor, ja, wann habe ich die angebaut? Ungefähr ein Jahr oder sagen wir mal 1,5 Jahre. Ich bin damit in den Osten gefahren. Ich bin damit zigtausende Kilometer gefahren auf der Harley, bei Wind und alles drum und dran. Und die ist nicht einmal abgefallen. Mein Handy ist nicht einmal nass geworden. Diese Hülle schützt vor Insekten, vor alles drum und dran. Ich nehme das Telefon aus der Hülle raus und das Telefon ist sauber. Dann, das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist quasi das, weiß ich nicht, einminütige Werbevideo, was ich dann in ein paar Videos mal zwischenschalten muss und auch möchte, denn ich bin davon wirklich überzeugt, ich nutze es ja echt lange schon und vor allen Dingen für den Preis, das kostet, weiß ich nicht, 30, lass es unter 40 Euro sein, ich bin mir noch nicht mehr sicher, wie teuer das ist. Klar, es gibt schönere Lösungen, das mag ich gar nicht zu bezweifeln, die eleganter sind, aber auch da ist ShapeHard schon, hinterher hat das mit direkt Klebemagneten für seine Handyhüllen und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde es geil mit dieser labbrigen Hülle drüber. Könnte natürlich schöner sein, aber so hässlich finde ich es jetzt auch nicht. Hauptsache bei Wind und Regen und Wetter ist mein Handy geschützt, auch wenn es wasserdicht ist. Aber ich muss die Biene, die davor geflogen ist, dann nicht abkratzen. Und das ist halt, was für mich schon wieder so ein Pluspunkt ist. Unten hast du ein Loch für ein Ladekabel, wenn du es brauchst. Und ja, hält einfach bombenfest. Und genau, so das mal so. Meine Meinung dazu. So, fertig, Ende. Jetzt muss ich mir echt mal ein Örtchen suchen, wo ich jetzt nochmal schrauben kann. Vielleicht fahre ich sogar, ach, ich weiß gar nicht, ey. Ich finde das immer schwer, eine ruhige Ecke zu finden, wo man so einen Kram machen kann. Ich hätte es jetzt auch zu Hause machen können, aber irgendwie wollte ich es wieder mit so ein bisschen Outdoor-Schrauben verbinden. Ich bin halt so ein bisschen blöd. Ich weiß auch nicht. Aber das ist halt, weil halt alles dabei ist. Da ist ein Imbusschlüssel dabei und mehr brauchst du gar nicht. Ich hoffe ja, dass er dabei ist. Beim ersten Mal war es nämlich so. Und den habe ich dann auch gefühlt ein Jahr lang in meiner Kutte durch die Gegend gefahren. Total hirnrissig, aber was soll ich machen? So. Egal, ich suche mir jetzt einen Ort und dann sehen wir uns da wieder. Ja, ich fahre das erstmal Offroad mit der BMW. Mehr oder weniger. So, nimmt der darüber auf. Guck mal, dafür ist die BMW doch gebaut, so ein bisschen über Schotter hier zu fahren. Eigentlich muss ich mich jetzt sogar noch hinstellen, ne? Aber ich habe nicht die richtigen Schuhe an. Der erste Test, dann kann ich sogar mit den Beinen so ein bisschen mitlenken, mit meinem Gewicht. Ja gut, das ist jetzt natürlich ganz einfach. Aber hier fahre ich jetzt zu meinem Werbespot-Ort. So, den kennt ihr doch hier. War ich doch letztens mit meiner ZRX. Den Weg habe ich hier geschoben. Wie so ein Wahnsinniger. So, kann mich jetzt auch wieder hinsetzen. Ja, wofür ist das Bike denn gebaut worden? Genau für so einen Scheiß hier. So. Stellen wir uns mal hier hin. Ja, steht doch perfekt hier. Oh, dabei mache ich in dem Video sogar für 2 Sachen Werbung. Das seht ihr auch noch gleich. Übrigens, hier, neuer Shop von Streu. Wer von euch kennt noch den Streu, der auch YouTube-Videos mal gemacht hat, leider nicht mehr macht. Er macht aber jetzt eine Kleidermarke oder so ein Ding hier. Und ich habe was zugeschickt bekommen von ihm. Und die Qualität ist echt gut. Mit eigenem Label hier oben dran, nicht so ein Alleinheitsbrei. Leute, guckt bei On The Road vorbei. Ich glaube, es ist aktuell nur auf Instagram verfügbar. Der geht aber bald online, der Shop. Guckt rein und gönnt euch was und lasst Liebe da. Wer hat Ihnen gesagt, dass Motorradfahren teuer ist? Darf ich Ihnen die günstigste Motorradhalterung vorstellen, die es aktuell gibt? Die Handyhalterung ist zu 100% magnetisch, sodass Ihr Handy im Bruchteil einer Sekunde am Lenker hat. Stecken Sie Ihr Telefon einfach in die Magnettasche. Der Vorteil ist, dass es vor Regen und Vibration geschützt ist. Und dann lege es einfach auf die Magnetunterlage und dein Telefon ist montiert. Und das für weniger als 30 Euro. Die beste Handyhalterung? Das ist sie.
ShapeHeart ist die innovative Handyhaltung, die mit einem Magnetsystem arbeitet. Das Telefon wird magnetisch an den Lenker gehalten und es hält so gut. Das Produkt wurde unter allen Bedingungen getestet, Geschwindigkeit, Offroad, Mountainbike und so weiter. Ich benutze es seit 1,5 Jahren und es ist eindeutig mein bester Kauf. Es ist mit allen Handys und allen Motorradmodellen kompatibel, sodass man leicht findet, was man braucht. Eine Handyhalterung in 15 Sekunden montieren? Boah, das ist sportlich, Leute. Es ist wirklich einfach zu installieren. Ich liebe das Konzept. ShapeHeart ist einfach, leicht zu bedienen und vor allem leicht zu installieren. Und wissen Sie, was das Beste daran ist? Es dauert nur 1 Sekunde, um Ihr Telefon am Lenker zu befestigen. Kann es losgehen? Ja, das gefällt mir, Leute. So, nehmen wir den auf. Ja, wir nehmen auf. Wie ihr sehen könnt, Handyhalterung ist magnetisch in der Schutzhülle geschützt. Ich kann es während der Fahrt abnehmen, geht sofort dran an den Magnet und hält einfach bombenfest. ShapeHeart ist ein französisches Unternehmen und dementsprechend auch super mit dem Support. Den kurzen Werbefilm oder wie man das auch nennt, genossen. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal das unbearbeitete Uncut-Video mal hier rein. Denn ich muss natürlich so oft ablesen. Ein bisschen lustig gemacht. Jetzt habe ich es auch endlich hier drauf. Ja, was soll ich sagen? Passt doch, wir haben gegossen hier auf dem Eimer hier. Ja, Leute. Sonst habe ich jetzt gerade auch nichts mehr. Zumindest nicht für dieses Video. Mal gucken, ob der Akku noch reicht für ein nächstes Video. Und ansonsten, ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, abonnieren, nicht vergessen, kommentieren auf jeden Fall. Ach so, übrigens, solltet ihr eine davon bestellen wollen, der Link ist ja schon seit über einem Jahr in der YouTube-Beschreibung unter jedem Video. Wenn ihr auf ShapeHeart geht und euch was bestellen wollt, mit Scorpedius 10 bekommt ihr 10% Rabatt. Auch wenn das Ding nur 30 Euro kostet, aber 10% sind 10%. Also kaufen, wenn euch das gefällt und wenn ihr auch nicht viel Geld ausgeben wollt. Ich nutze das, wie gesagt, jetzt auch seit 1,5 Jahren und ich bin mega zufrieden. Und genau, also wenn ihr da auch Bock habt auf so ein Ding, könnt ihr gerne 10% sparen. Wenn ihr keine 10% sparen wollt, auch okay. Ich habe da, glaube ich, jetzt nichts von, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Also für den Preis ist das Ding auf jeden Fall Gold wert, tatsächlich. Also ich bin echt mega zufrieden mit dem Zeugs hier von ShapeHeart. Und ja. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Video und haut rein.